Überall in Deutschland bereiten sich Menschen auf die Katastrophe vor. Sie haben Angst vor dem Super-GAU, vor Epidemien, Überflutungen oder dem Blackout. Wenn das länger geht, dann sage ich mir nur noch, rette sich wer kann. Auf den Staat wollen sie sich nur bedingt verlassen. Deshalb horten sie Vorräte. Es ist der Mythos da, dass man glaubt, dass der Katastrophenschutz jeden sofort beschützen kann. Sie wollen sich im Ernstfall in die Wälder flüchten. Psychopathen werden dann relativ schnell auch die Macht im Bann übernehmen. Und da sind andere Menschen in dem Fall nur noch Ressourcen. Andere bauen Bunker. Also wenn man sich selber helfen kann, ist man auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Sie alle haben Angst. Angst vor der Katastrophe. Ich irgendwie auch. Mein Name ist Sascha Bisley. Menschen, die sich auf mögliche Katastrophen vorbereiten, nennt man Prepper. Vom Englischen to prepare, also sich vorbereiten. Die Szene in Deutschland ist keine einheitliche Bewegung. Von Typen, die sich bewaffnet auf einen Umsturz vorbereiten, bis hin zum Familienvater mit Notvorräten im Keller, ist alles dabei. Ich gehöre auch dazu, habe immer ein Notfallset dabei und auch Vorräte im Keller. Man weiß ja nie. Ich will herausfinden, wie die Szene tickt, wie man sich auf Krisen vorbereiten kann und auch, wie sich der Staat wappnet. Ich bin auf dem Weg zu einem Prepper-Camp. Hier wird trainiert, wie man im schlimmsten Fall auch in der Wildnis überleben kann. Hallo zusammen. Ich will mitmachen und werde hier im Wald übernachten. Dann lass uns mal einen Schlafplatz für dich suchen. Gerne. Wie möchtest du übernachten? Also die Teilnehmer hatten jetzt die Aufgabe, nur mit einem Seil und mit einer Plane da was aufzubauen. Ja, ich habe einen Biwaksack dabei, Schlafsack und Isomatte. Ja. Also, aber Biwaksack, wenn es heute Nacht nicht regnet, geht's auch ohne. Es könnte regnen. Gut. Benjamin, einer der beiden Veranstalter, führt mich zu meinem Schlafplatz. Die 6 Teilnehmer des Camps sind 4 Tage hier und absolvieren ein straffes Programm. Habt ihr schon irgendwelche Kurse oder so gemacht? Also was wir gestern vor allem gemacht haben, ist Feuer. Mit einem Schlageisen, mit einem Feuerbohrer. Ah, okay, schön. Und am Abend hatten wir dann erste Thema Schlachten, also Säugetiere. Wir hatten Kaninchen da. Ja. Und haben dann Kaninchen einen Topf gemacht. Oh. Daniel ist der 2. Trainer im Camp. Er war bei der Bundeswehr und wurde dort zum Einzelkämpfer ausgebildet. Heute Morgen steht das Thema Jagen auf dem Programm. Das Problem ist, dass wenn ihr rankommt, dann, was macht das Wild in der Regel? Es flüchtet. Wenn man da hinten reinkommt, dann riecht man schon Deo und Nivea und so weiter. Das riecht natürlich Wild auch. Normalerweise müssten wir natürlich erstmal Wild erlegen, das Fett dann vom Wild nehmen und uns damit einschmieren, damit wir die Chance haben, uns anzunähern. Ja, also wir müssten die Gerüche des Waldes annehmen. Im Camp wird ein konkretes Szenario durchgespielt. Durch einen längeren Stromausfall ist die Infrastruktur zusammengebrochen. Was ist die Gefahr beim Wildschweinjagen? Zähne. Die Zähne. Dass er im Vorbeirennen die Oberschenkelarterien verletzt. Genau. Die Keile haben ja diese Zähne rechts und links. Und die gehen mit der Vorliebe hier rein. Und wenn die Aorta, also wenn hier die Gefäße verletzt werden, verblutet ihr innerhalb von wenigen Minuten. Deshalb wird ein Wildschwein immer vom Baum gejagt. Wir simulieren heute den Baum, der am Wildwechsel steht. Dort klettert ihr hoch und werdet dann mit dem sogenannten Eskimo-Speer auf die Jagd gehen. Seit 2008 veranstaltet Daniel Überlebensseminare. Mittlerweile interessieren sich immer mehr Menschen für das Thema. Aber wie viele Prepper es in Deutschland gibt, lässt sich nicht sagen. Mein Eindruck ist, dass hauptsächlich Männer preppen. Das wird natürlich jetzt zugespitzt durch die Tatsache, dass wir keine Grundausbildung mehr haben. Das heißt, vorher waren immer noch Männer vornehmlich, die dann durch die allgemeine Grundausbildung gelaufen sind. Die haben alle Leben im Wald noch gelernt, so wie ich in der Grundausbildung und später. Und das fällt auch weg. Das heißt, wir haben immer mehr Bürger, die in der Krise komplett abhängig sind von den staatlichen Organisationen, technische Hilfswerk und so weiter. Und diejenigen, die ein bisschen nachdenken, bereiten sich vor und gucken dann, was sie tun können. Also die kaufen natürlich dann Dinge ein, Ausrüstung, aber die suchen dann auch nach Gruppierungen und nach Fortbildung. In kleinen Gruppen schnitzen wir Speere für die Wildschweinjagd. Die Teilnehmer im Camp sind sehr unterschiedlich. Handwerker, Sachbearbeiter, Pädagogen mit unterschiedlichen Survival-Fähigkeiten. Wie seid ihr drauf gekommen, an so einem Seminar teilzunehmen? Ich kenne mich nicht so aus und bin auch nicht so viel in der Natur. Ja.
Wer weiß, was mal ist. Ja. Wir spielen ja gerade hier dieses Wochenende das Szenario. Es gab einen einwöchigen Stromausfall. Wir haben uns gesagt, okay, es ist aus der Stadt sozusagen erstmal rauskommen. Ist keine schlechte Idee. Aber dann eben warten ja auch Widrigkeiten auf uns. Ja, klar. Mit denen müssen wir eben klarkommen. Und das ist auch realistisch für dich? Es muss jetzt nicht dieses sein, aber es kann ja irgendwas mal sein, dass unsere Zivilisation über einen kurzen Zeitraum nicht mehr funktioniert. Und dann ist es ja gut, wenn man ein bisschen weiß, wie was geht. In der Prepper-Szene gibt es verschiedene Ansätze. Vorräte horten, sich in der Wohnung einbunkern oder eben raus in die Wälder. Dort gibt es Wasser, Brennholz und Nahrung, wenn man weiß, wie es geht. Der Wildschweinjäger ist aufgestiegen, hat nur was vergessen, sein Speer. Also alleine müsst ihr durch euch selbst Gedanken machen, dass ihr vorher eine Schnur vielleicht rüberwerft, wo der Speer dran hängt, damit ihr dann hochziehen könnt. Ja? Hier sind die Rippen jetzt längs. Und dann wird das Übungswildschwein gesperrt. Wenn das klappt, hätte die Prepper-Gruppe im Ernstfall Nahrung für viele Tage. In den Städten muss man sich da anders vorbereiten. An einem geheimen Ort in Berlin treffe ich Christian. Moin, Christian. Hey, Sascha. Mensch. Geil, super. Gut, dass das heute klappt. Ich freue mich. Sollte es zur Katastrophe kommen, setzt Christian auf sein Fluchtfahrzeug. Der Wagen ist mit allem ausgestattet, was man zum Überleben braucht. Erste-Hilfe-Ausrüstung, Wasser und Benzin, klar. Aber auf dem Hänger hat Christian auch eine Flex, ein Schweißgerät und einen Generator. Prepping Deluxe. Was machen wir heute? Ich denke mal, wir werden mal so ein Szenario durchspielen. Das da wäre? Stromausfall. Gut. Ich denke mal, das ist am realistischsten. Ja. In allen Geschichten erstmal. Und wir werden die Flucht ergreifen und werden aus der Stadt rausfahren. Das heißt, wir müssen raus aus Berlin, Stromausfall, die Leute drehen durch schon langsam. Ja, so langsam mit Plünderungen. Überfallen sich gegenseitig. Plünderungen fangen schon an, die sind weg. Und dann werden wir uns ein kleines Camp aufbauen, Lager aufbauen. Und dann zeig dir mal so, wie ich mir das vorstelle. Und dann sehen wir mal weiter. Hört sich spannend an. Ich hab Bock, super. Alles klar. Gut. Gut, na dann, ab den Rucksack rein ins Auto und los geht's. Der Wagen steht immer bereit. Im Fall der Fälle würde Christian versuchen, sich mit seiner Familie zum Auto durchzuschlagen. Und dann will er auch so schnell wie möglich raus aus der Stadt. Was glaubst du denn, wie es aussehen würde im Worst Case? Also gerade Berlin als Großstadt ist ja noch mal was anderes. Also. Ja, also ich denke mal, dass das in Berlin eine ganz heftige Nummer wird. Ich denke, dass also, wenn die Leute in der Innenstadt nichts mehr finden zu essen, egal, es geht ja noch nicht mehr ums Essen, sondern einfach ums Überleben, dann gehen die raus und dann werden die Straßenzug für Straßenzug auseinandernehmen. Es werden sich Gruppen bilden und werden alles, was sie kriegen können, zusammenrauben, klauben, stehlen, weiß nicht, sogar wahrscheinlich auch morden, damit sie leben können. Weite Teile von New Orleans sind überschwemmt. Dutzende, die sich vor dem Sturm nicht in Sicherheit gebracht hatten, warten auf den Dächern ihrer Häuser auf Hilfe. Polizei und Nationalgardisten patrouillieren jetzt schwer bewaffnet durch die Straßen. In Teilen des Katastrophengebietes gilt Kriegsrecht. Plünderer dürfen im Extremfall sogar erschossen werden. Also es gibt da natürlich auch Leute, die sagen, das ist ja ganz schön eine Schwarzmalerei. Ich glaube nicht, dass da die ganze Gesellschaft sofort zusammenbricht. Wir sind doch alles Menschen mit so einer gewissen Grundhaltung und Respekt voreinander. Glaubst du, dass das alles weg wäre innerhalb so kurzer Zeit? Also wir leben ja in einer Zeit so just in time, wo jeder, ach, ich habe das nicht, ich gehe jetzt mal schnell hin und hole das. Und ihm wird dann ganz schnell bewusst, dass er dann auf einmal nicht mehr alles kriegt. Dass er dann sagt, okay, dann hole ich mir das woanders her. Ja. Dann kommt das Recht des Stärkeren. Christian hat sich 30 Jahre lang beim THW engagiert und weiß, dass seine ehemaligen Kollegen gute Arbeit leisten. Aber auf die staatliche Hilfe allein verlässt er sich nicht. Er will selbst für seine Familie sorgen und im Ernstfall auf dem Land ausharren, bis sich die Lage wieder entspannt. Was glaubst du denn, was auf dem Land jetzt besser ist? Dass man aus der Stadt raus muss irgendwie und aufs Land fährt? Was ist da anders? Liegt ja eigentlich auf der Hand. Weniger Menschen. Und ich denke mal, auf dem Lande kann man eventuell durch irgendwelche Tauschgeschäfte mit den Bauern sich irgendwie noch besorgen, beschaffen. Also du hast auch Tauschwährung dabei? Ich habe also auch Tauschwährung dabei. Was wäre das bei dir?
Das wären bei mir Münzen. Okay. Das ist natürlich super, so ein Fahrzeug. Du bist komplett ausgerüstet, ausgestattet. Aber wenn jetzt hier Straßensperren oder sowas aufgestellt werden? Wenn es ganz dicke kommt, zu Fuß weiter. Zu Fuß weiter. Bastian Blum aus Krefeld verfolgt ein anderes Konzept. Er hat einen gut gefüllten Notfallkeller. Und da habe ich dann halt meine Vorräte und alles da drin. Es ist kein Bunker, wie viele meinen. Aha. Ja, ganz genau. Das ist so mein Vorratskeller. Was ist denn hier so in dem Keller? Ich sehe jetzt hier schon einiges. Hier, das sind Lebensmittel, so wie es aussieht. Ja. Ganz genau. Hier habe ich zwei verschiedene Gaskocher, ja. Womit ich bis zu 6 Wochen 2 warme Mahlzeiten für meine Familie kochen kann. Mhm. Dann habe ich hier Konserven, die ein bisschen robuster sind. Dann Essbesteck, weitere Ausrüstung, verschiedene Tüten, Fernglas. Dann Kisten, wo ich Material habe, um Feuer zu machen. Und dann hier entsprechend sehr viel Erste Hilfe. Und hier unten habe ich ganz viel Sterilium. Einmal normale Desinfektion und halt auch nochmal etwas schärfere, wenn zum Beispiel Viren dabei sind sozusagen. Bastian Blum preppt seit der Finanzkrise 2008. Er wollte für sich und seine Familie sorgen können. Heute betreibt er eine Informationsseite für Prepper und hortet Notfallequipment für mehrere tausend Euro. Aber wenn man sich dann hier jetzt so umschaut, da gibt es bestimmt eine Menge Leute, die sagen würden, das ist doch ziemlich übertrieben hier, oder? Also wir sind in Deutschland, Naturkatastrophen sind hier eher spärlich gesät. Ja. Hier und da eine Überschwemmung, einen längeren Stromausfall habe ich noch nie erlebt. Ein Erdbeben gab es wohl mal, das habe ich verschlafen. Braucht man das wirklich? Ist das notwendig? Ja, leider ja. Die Gefahren haben sich in den letzten 15, 20 Jahren deutlich potenziert. Wegen der Infrastruktur, wegen möglicher Hackerangriffe, wegen dem Klimawandel, aber auch zum Beispiel ganz aktuell wegen den Atomkraftwerken in Belgien. Zentimeterlange Risse, Ausfall der Kühlanlage, ein Brand. Die Nuklearanlage macht seit Jahren solche Schlagzeilen. Vielen Aachenern macht das Angst, was ich verstehen kann. Im Zweifel wäre eine radioaktive Wolke innerhalb kürzester Zeit über der Stadt. Deswegen verteilt die Stadt ab heute Jodtabletten. Und das hier sind das Gasmasken, oder? Ganz genau. Einmal die normale Vollschutzmaske. Die sind jetzt für mögliche Fallout-Partikelchen oder sowas? Auch. Das für die erste und Zeit? Gegen, ganz genau gegen Epidemien, also beziehungsweise gegen mögliche Krankheitserreger schützen Keime. Die da halt dann auch entsprechend. Da hinter Ihnen, das ist dann eher so die militärische Notfallecke. Ich sehe hier ein Brecheisen, eine Splitterschutzweste, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, eine Splitterschutzweste, dann Bergungsbeile, Spitzhacken. Der Familienvater hat eine Ausbildung zum Rettungssanitäter absolviert, hilft bei der Freiwilligen Feuerwehr und dem Katastrophenschutz. Auf den Staat will aber auch er sich nicht verlassen. Ist das da vielleicht auch gerade, weil Sie aus der Richtung kommen, dass Sie da ein fehlendes Vertrauen haben in diese eigentlich funktionierende Infrastruktur und sagen, ich muss auch selbst noch helfen? Sie müssen sich ja vorstellen, in der ganzen Bundesrepublik gibt es halt Feuerwehr. Gibt es halt ein Rotes Kreuz oder Malteser, THW. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, sagen wir mal, halb Nordrhein-Westfalen ist davon betroffen. Das heißt, auch die Feuerwehr, die Hilfsorganisation, das THW, die sind dann auch in dieser Schadenslage, sind da vielleicht selber von betroffen. Und da muss man halt einfach denken, dass das dann in dem Moment auch Opfer sind. Und das ist einfach der Grund, dass es halt je nach Katastrophenlagen Zeiten gibt, wo man wirklich sich selber helfen muss und versorgen muss. Wovor haben die Deutschen eigentlich Angst? Das hat eine Versicherung 2017 mehrere tausend Menschen gefragt. Platz 1, Terrorismus, gefolgt von politischem Extremismus. Angst vor Naturkatastrophen haben 56%. Vor einem Krieg mit deutscher Beteiligung fürchten sich 46% der Bevölkerung. Andere Studien kommen zum Ergebnis, dass sich die meisten Deutschen trotzdem insgesamt recht sicher fühlen. Natürlich ist es nicht so, dass von offizieller Seite nichts zur Vorbereitung auf den Ernstfall getan wird. Hier in einem Dorf in Hessen findet heute eine Übung der Feuerwehr statt. Ich will wissen, was die Hilfskräfte trainieren und wie gut sie auf Katastrophen vorbereitet sind. Haben die Prepper mit ihren Sorgen vielleicht sogar recht oder ist das alles Panikmache? Ja, können Sie mir einen kurzen Umriss geben, was genau hier heute passiert, was hier gemacht wird? Ja, der Landkreis Kassel macht einmal im Jahr auch eine praktische Katastrophenschutzübung zu verschiedenen Szenarien. Und wir haben uns heute ausgewählt, einen Schwerpunkt der Deichverteidigung, also in einer Hochwassersituation. Das Ausgangsszenario war, dass es tagelang geregnet hat und wir ein Regelrückhaltenbecken haben.
was überzulaufen droht und was wir sichern wollen, um die Bevölkerung zu schützen. Das Ganze beginnt mit einer Sandsacklogistik, die halt ein probates Mittel ist, um überhaupt so eine Deichsicherung aufbauen zu können. Bei der Übung im Überschwemmungsgebiet sind 80 Männer und Frauen im Einsatz, alles Ehrenamtliche. Im gesamten Landkreis gibt es rund 3.500 ehrenamtliche Katastrophenhelfer, die im Notfall aktiviert werden könnten. Hier haben wir insgesamt einen Löschzug, bestehend aus 25 Einsatzkräften stehen, die zum einen die Deichkronenerhöhung mit Sandsäcken machen und zum anderen Sickerwasser abpumpen. So, das ist eine Tragwerksspritze, die wir jetzt hier zum Einsatz bringen. Die Firma Rosenbauer, die hat einen BMW Boxermotor, viele kennen das davon, wenn man damit bei diesem schönen Wetter um die vier Ecken fährt. Und wir können mit dieser Pumpe 1000 Liter pro Minute bei 10 Bar Förderdruck fördern. Leistungsbedingt ist die noch ein bisschen größer, wir kriegen noch 1500 Liter damit gut hin. In den Flutgebieten Deutschlands stehen noch immer große Flächen unter Wasser. Obwohl die Pegelstände langsam sinken, gibt es noch keine Entwarnung. Nach wie vor lastet ein hoher Druck auf den durchweichten Dämmen. Besonders kritisch ist die Lage an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Laut Übungsszenario sind hier 1400 Menschen vom Hochwasser bedroht. Die Starkregen und Überflutungen der vergangenen Jahre haben dieses Szenario zu einem der wahrscheinlichsten gemacht. Bundesweit üben Feuerwehren und Katastrophenschutz regelmäßig für den Ernstfall. Gibt es denn da auch Übungen in der Richtung, wo noch für andere Szenarien geprobt wird? Selbstverständlich. Also wir machen Übungen relativ realitätsnah. Das heißt, wir haben für den Landkreis eine Gefährdungsbeurteilung gemacht und haben gesagt, welche Szenarien könnten dann auch im Landkreis Kassel passieren. Wir machen jetzt nicht nur Hochwasser oder Niederschlagsereignisse oder Starkwetterlagen, sondern insbesondere gucken wir natürlich auch Thema Stromausfall. Das können wir natürlich nicht beüben als solches. Da sind so mehr die Führungskräfte und die Stäbe gefragt, als auch Technologieunfälle, gerade im Verkehrswesen. Das ist das, was wir so als realistisch einschätzen und wo wir auch in regelmäßigen Abständen beüben. Zurück im Prepper Camp. Selbstverteidigung. Ausbilder Daniel war Einzelkämpfer bei der Bundeswehr und macht seit mehr als 20 Jahren Kampfsport. Um die Teilnehmer auf alle Eventualitäten vorzubereiten, gibt es auch hier einen Crashkurs in Angriffs- und Verteidigungstechniken. Das eine ist eine Verteidigung zum Selbstschutz, ohne den anderen komplett über den Jordan zu bringen und dann aber auch, wenn es gar nicht anders geht, so ein Alles-oder-Nichts-Kampf. Wo man auch sagt, okay, wenn ich jetzt tatsächlich da eine Entscheidung treffen muss, dass der andere drauf geht, nicht ich, wo fange ich überhaupt an? Nach seiner Zeit als Soldat war Daniel bei der Kriminalpolizei. Solidarität und Hilfsbereitschaft in einer länger andauernden Krise wird es seiner Meinung nach kaum geben. Er hat eine sehr nüchterne Einschätzung von uns Menschen. Ist es so, dass so eine Katastrophe oder ein Katastrophenfall, eine Notsituation, das Schlechteste im Menschen herausholen kann? Also sicherlich, es gibt ja diesen Spruch, dass wenn man wissen will, was in einem Menschen drin ist, dann muss man mal kräftig rauftreten, zutreten, gegentreten wie gegen Wassereimer. Die sind ja alle oben sozusagen, ist alle eine Schaumschicht, aber nur wenn man gegentritt, sieht man, ob das schmutzigste oder sauberes Wasser drin ist. Und so ähnlich sind Menschen auch. Das heißt, wenn die in einer Notsituation kommen und die haben egoistische, böswillige Gedanken, dann setzen sie die natürlich komplett durch. Das heißt, Psychopathen werden dann relativ schnell auch die Macht im Bann übernehmen. Und da sind andere Menschen in dem Fall nur noch Ressourcen, die ausgebeutet werden oder ausgeraubt werden. Ich hoffe sehr, dass Daniel sich irrt, sollte es wirklich mal eine längere Krise geben. Auf dem Programm steht heute noch ein schneller Marsch. Wir sollen uns ohne Hilfe der Ausbilder mit Kompass und Karte zu einem bestimmten Punkt durchschlagen. Die Aufgabe? Nach einem lang anhaltenden Stromausfall in der Natur möglichst unauffällig überleben. Ihr wisst ja, laut Szenario sind wir jetzt nicht akut bedroht oder in Gefahr, aber wir müssen jetzt auch nicht großartig auffallen. Ja, ihr könnt Wege nutzen, aber vielleicht bleibt ihr von den ganz großen Straßen weg. Unvergleich, wie spät ist es? Viertel nach vier. Wann seid ihr da? Fünf nach fünf. Sehr schön. Wir machen uns auf den Weg. Es gibt eine feste Marschordnung und es wird regelmäßig durchgezählt. Deutschland besteht zu rund einem Drittel aus Wäldern und da kommt man schon über die Runden, wenn man sich auskennt. Unterwegs sammeln wir Nahrung und Zundermaterial. Das heißt eigentlich, wenn wir ein kleines Stück rausnehmen, der hält Jahre. Also der müsste eigentlich reichen, wenn den trocken ist und dann
leichten Funken, dann fängt der Gin schon hier. Das obere, das ist super, das Material. Mhm. Okay. Ich pack einfach rein. Ich mach alles. Es ist realistisch, irgendwie sich auf kommende Katastrophen oder vielleicht so Notfälle vorzubereiten. Vorbereitet sein kann nicht schaden, finde ich. Ne? Auf jeden Fall. Ja, muss ja jetzt nicht eine Katastrophe sein. Es reicht ja einfach Stromausfall, ja. Oder Wasserversorgung, irgendwelche Probleme. Ist das so im Freundeskreis? Wissen die Bescheid, was du hier so heute machst? Es gibt halt dafür oder dagegen halt nur, ne? Ja. Entweder, das polarisiert auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, oder sagt jemand, ja, eigentlich hast du recht. Ja. Was machst du im wahren Leben? Ich bin im Bau tätig, habe da eine kleine Fliesenlegerfirma. Ja. Ja, ich kämpfe mich dadurch leben. Was auch unter Umständen nicht einfacher ist als hier drauf. Ist auch eine Art von Survival. Ja. Nach anderthalb Stunden sind wir am Ziel. Dort wartet schon die nächste Aufgabe auf uns. Also, unsere nächste Aufgabe ist hier Überwindung von Geländehindernissen. Die erste Möglichkeit ist der sogenannte Bärenhang. Wer also nicht hochkommt, der hält sich hier einfach fest, hält dann, macht die Stiefel hier rüber und dann wird hier rüber gezogen. Okay? Da glüht der schon. Das Seminar hat etwas Militärisches. Dadurch wollen die Veranstalter die Gruppe zusammenschweißen und ihre Überlebenschancen erhöhen. Okay, lass die Füße runter. Am anderen Flussufer werden wir von Veranstalter Benjamin empfangen. Er ist schon seit einigen Jahren in der Prepper-Szene unterwegs. Also gerade in den Medien wird ja auch in letzter Zeit sehr gerne das ganze Thema Prepping und die Prepper an sich so ein bisschen in die Spinnerecke gestellt. Wie siehst denn du das? Ich kenne persönlich keinen, der mir das mal ins Gesicht gesagt hat. oder das mal in so in unsere Richtung oder in Bezug auf unsere Trainings so kommuniziert hat. Weil einfach die Bevölkerung, also immer mehr Leute, ein größeres Bewusstsein dafür bekommen, was private Krisenvorsorge heißt. Dass es eben nicht der Aluhut ist, den ich mir aufsetze, weil die Aliens da die strahlen und keine Ahnung. Mhm. Sondern dass es einfach eine realistische Vorbereitung auf Krisenszenarien ist. Und dass das auch nicht so viel mit Weltuntergangsszenarien, Apokalypse-Fantasien und so zu tun hat. Sondern dass das halt ein eigentlich stinknormaler Teil des Lebens sein sollte von jedem. Für seine Sicherheit und sein eigenes Leben zu sorgen. Auch die Bundesregierung sorgt vor. Um die Bevölkerung im Ernstfall für die ersten Krisentage ernähren zu können, werden an verschiedenen Standorten Hülsenfrüchte, Kondensmilch und Getreide eingelagert. Im Jahr kostet das 16 Millionen Euro. Zum Schutz vor Plünderung sind die mehr als 150 Lagerstandorte geheim. Christian und ich sind raus aus Berlin. Wir suchen eine passende Stelle für ein verstecktes Lager im Wald. Genauso würde Christian das auch im Krisenfall machen. Wie Daniel und Benjamin im Brandenburger Prepper Camp will auch er eine Katastrophe möglichst abgeschieden, weit weg von anderen Menschen überleben. Okay, Christian, jetzt sind wir hier angekommen, Lagerplatz gesucht, ein bisschen weiter draußen, ein bisschen weiter weg von der Zivilisation. Was kommt als nächstes? Was machen wir? Ja, wie gesagt, jetzt haben wir das Auto so ein bisschen versteckt. Jetzt werden wir das Lager aufbauen. Sehr gerne. Dann legen wir los. Okay, super. Gut. Im Lager hätte Christian auch genug Platz und Vorräte für seine Frau und seinen Sohn. Das Fallzelt auf dem Anhänger ist zentraler Bestandteil des Notcamps. Ich geh mal rein, ja? Jo, mach. Ah, wow. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Mit Matratze. Ja, ein Raumwunder, Mann. Geil. Mit wie vielen Leuten kannst du hier oben, sagst du, zwei Personen? Zwei und Personen, vielleicht noch mit einem Kleinkind. Und hier unten kriegst du na, auch noch mal drei rein. Also wenn es wirklich eng wird. Also ist das hier eigentlich für die ganze Familie? Eigentlich ist das für Familie. Komplett. Und das ist ja sogar schon für euch drei Personen dann mehr als genug. Das ja. ist eigentlich schon Luxus. Dass man Preppern eine gewisse Militanz unterstellt, kann ich verstehen, wenn man uns so sieht. Messer, Tarnklamotten, Armeeausrüstung. Aber ausgemustertes Militärequipment ist vergleichsweise billig und erprobt. Danke. Ja, das ist ja echt. Ist es in deinen Augen besser, irgendwie so Militärmaterial zu benutzen, als wenn man jetzt irgendwie, was ich, so aus dem Outdoor-Laden so Trekkingbedarf oder sowas nimmt? Also das ist schon widerstandsfähiger. Naja, ich sage mal, bei den Trekking-Geschichten habe ich so meine Magenschmerzen.
Die machen immer einen riesen Hype darum, was für einen tollen Rucksack sie haben. Und dann nachher brechen sie nachher damit ein. Das ist hier getestet. Das funktioniert. Das weiß ich. Das geht. Okay. Was zum Teufel? Ja, ein Kanistergrill. Als Schlosser hat Christian viel selbst gebaut. Zum Beispiel auch den Grill aus einem alten Benzinkanister. Wirkt ein bisschen wie Camping, hat für ihn aber alles einen ernsten Hintergrund. Guck mal, Radler, alkoholfrei. Sehr schön. Ich denke, das haben wir uns jetzt verdient. Das haben wir uns verdient. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Aber bei all der Camping-Idylle hier darf man natürlich auch nicht vergessen, normalerweise im Ernstfall wird das hier wahrscheinlich anders aussehen. Ne? Ja, selbstverständlich würde das anders aussehen. Im Ernstfall, die drei großen Grundversorgungen irgendwie sollten da sein. Also ja. Feuer haben wir, damit kann man Essen zubereiten. Schlafen ist da vorne. Wasser hast du dabei? Wasser habe ich dabei. Okay, große Mengen auch für alle große Leute. Mengen. Und das Ding ist ja natürlich, jetzt haben wir hier Holzkohle am Brennen, weil wir uns eine Wurst machen wollen. Ansonsten wäre natürlich Feuerholz angesagt. Irgendwie. Ansonsten wäre auch Feuerholz. Dann müssten wir in den Wald gehen und müssten dann einen Baum fällen. Und schon wieder hilft uns die Nähe zum Wald. Natürlich hat Christian auch eine Motorsäge dabei. Er achtet darauf, trockenes Totholz zum Feuermachen zu verwenden. Das qualmt nicht so stark, ist unauffälliger. Wir würden im Ernstfalle das Feuer auch in ein Erdloch machen. Mhm. Und das auch ein bisschen abdecken, damit das keiner sehen kann. Ja. Und in dem Falle nicht gesehen werden, ist wichtig, weil? Ja, sonst würden ja wieder die Leute wieder zu dir kommen und sagen, was hast du denn da Schönes? Also immer die Vorsichtsmaßnahme, lass dir dein Zeug nicht von anderen wegnehmen. Genau, richtig. Die Angst vor den Mitmenschen, da ist sie wieder. Wer kann schon sagen, wie zivilisiert wir noch sind, wenn es wirklich ums Überleben geht? Ich nicht. Immerhin, viele Prepper vernetzen sich untereinander. Auch Christian ist Teil einer Gruppe, mit der er sich durchschlagen würde. Aber in der Szene gibt es auch extremere Ausprägungen. Und was sind das so für Leute? Also in der Szene gibt es ja wahrscheinlich die unterschiedlichsten Arten von Preppern, oder? So Leute wie du, die sich halt mit Equipment ausrüsten, vorbereiten. Aber es gibt wahrscheinlich auch eine ganze Menge anderer Typen, oder? Ja, also es gibt wieder so eine und so eine. Du hast welche, also die sagen, okay, ich bereite mich vor, ich habe meine Lebensmittel, ich habe meine Getränke, ich habe mein Haus gesichert. Es gibt da die unterschiedlichsten Varianten. Und es soll also auch Menschen geben, also solche habe ich auch noch nie gesehen, die Keller voll haben mit Waffen und Munition bis zum geht nicht mehr. Das ist nicht meine Linie. Also wie gesagt, ich lieber dann verschwinde ich irgendwo hin, wo ich kann. Und ja. Aber das ist doch sicher auch was abfärbt auf dich und auf Prepper, die so sind wie du, wenn man da diese Spinner in den eigenen Reihen hat, die sich auf Zombies vorbereiten oder die Apokalypse irgendwie jeden Tag neu definieren. Also, das klammern wir jetzt mal einfach mal aus, diesen ganzen Zombie-Kram. Mhm. Ich glaube, da hat einfach mal Film und Fernsehen zu viel gebracht und ist Quatsch. Es geht einfach darum, wie kann man eventuell gewisse Szenarien überleben. Aber ich meine, was kommt danach? Wo führt das Ganze hin? Ist das auch gleich eine Neuordnung der Gesellschaft irgendwie, dass man nochmal von vorne anfängt, wenn alles im Bach runtergeht? Ich denke mal, dass es eine Neuordnung geben wird, wenn das also wirklich ganz heavy wird. Das kann auch sein, dass ich drauf gehe, dass meine Frau drauf geht, aber dass mein Sohn vielleicht überlebt. Und dass er eine Zukunft hat, dass er überlebt, dass Menschen überleben. Ist für mich eine ganz einfache Sache. Zum Wohl. Zum Wohl. Der Katastrophenschutz in Deutschland führt regelmäßig Übungen durch, um solche Horrorszenarien zu vermeiden. Mit an Bord sind viele ehrenamtliche Kräfte, ohne die in Deutschland nichts laufen würde. Was ist denn die Motivation, hier mitzumachen? Ja, die Kameradschaft zum einen. Man lernt nette Leute kennen. Man lernt was Technisches, also auch was fürs Leben in dem Sinne. Und wie gesagt, dass man halt auch Leuten helfen kann mit seiner Freizeit in dem Sinne. In den deutschen Feuerwehren engagieren sich rund 1 Million Ehrenamtler. Demgegenüber stehen 31.000 Hauptberufler. Beim THW ist das Verhältnis ähnlich. 80.000 ehrenamtliche Mitarbeiter, 1.200 Profis. Reicht das für den großen Knall?
Wir haben ja jetzt im Laufe unserer Dreharbeiten natürlich auch Leute getroffen, die sagen, also ist natürlich schon schön und gut, Feuerwehr ist da, THW gibt es, es gibt Krisenpläne oder Notfallpläne. Aber ich würde mich auch gerne selbst vorbereiten noch ein bisschen und vielleicht auch noch selbst was dazu beisteuern. Wird das für Sie persönlich auch zutreffen oder würden Sie sagen, das reicht eigentlich an staatlicher Organisation, reicht es eigentlich aus, dass man dem Privatmann da ausreichend helfen kann? Ich denke mal, es gibt Szenarien, wo es nicht ausreicht, dass die staatlichen Institutionen wie die Feuerwehr, wie das THW und die anderen Hilfsorganisationen, die im Katastrophenschutz mitwirken, dann ausreichend und umfänglich auch der privaten Bevölkerung helfen können. Welche Szenarien wären das? Ich denke mal schon, wenn es länger andauernde Ereignisse sind, also dass man wirklich länger andauernden Stromausfall hat oder dass aufgrund einer Wetterlage die Infrastruktur mal über 2-3 Tage wegbricht, dann appellieren wir, und das macht auch der Bund, ein bisschen Eigenvorsorge selbst zu treffen. Wasservorräte anlegen, falls die Versorgung mal zusammenbrechen sollte. Auch Lebensmittel, vorzugsweise Konserven für mehrere Tage. Vorsorge für Gefährdungssituationen, so nennt es die Bundesregierung. Ein paar Kisten Mineralwasser ein bisschen Proviant, das finden Sie, würden Sie bei mir im Keller auch finden. Viele Leute belächeln das ja auch, ne? Wenn man sagt, ich habe zu Hause, was ich, für 2 Wochen Trinkwasser und Nahrung, von mir aus Trekking-Nahrung oder ja, irgendeine Notnahrung oder so, ist das ja eigentlich eine ziemlich schlaue Vorsorge, die man da zu Hause betreiben kann. Genau, oder? Das ist eine ziemlich schlaue Vorsorge, weil in einem Ereignisfall, wenn es wirklich längerfristig dazu führt, dass die Grundversorgungsstrukturen einbrechen und zusammenbrechen, dann darf sich und kann sich auch die Bevölkerung nicht unbedingt auf unsere staatlichen Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz nicht ausschließlich verlassen, sondern die haben priorisierte Einsätze abzuarbeiten. Aber in der Masse können wir natürlich nicht für 50.000 bis 60.000 Einwohner dann über den Feldkochherd Nahrung anbieten. Das kriegen wir nicht hin. Da sind auch unsere Ressourcen begrenzt. 2016 stellte das Innenministerium einen überarbeiteten Plan vor, wie sich die Bevölkerung selbst besser schützen kann. Das sogenannte Zivilschutzkonzept empfiehlt, Vorräte anzulegen. Darin enthalten sein sollten unter anderem Lebensmittel, vor allem Wasser, Lichtquellen, Material zum Heizen und Kochen, Bargeldreserven und Mittel zur medizinischen Grundversorgung. Na also, selbst der Staat empfiehlt, sich vorzubereiten. Es muss ja nicht der Weltuntergang sein. Ein längerer Stromausfall würde schon reichen. Gekühlte und gefrorene Lebensmittel, Wasserversorgung, Kommunikation, Verkehrsnetz, alles weg. Ungemütlich. Für mich als Kind der 80er war der Weltuntergang immer greifbar. Der Zweite Weltkrieg noch in den Köpfen, der Kalte Krieg immer präsent. Mit ihrem Atomarsenal hätten die Supermächte das Leben auf der Erde komplett ausradieren können. Und auch damals wurde schon gepreppt, wenn man so will. Hier in der niederbayerischen Idylle bin ich mit einem Mann verabredet, der sich auf einen Atomkrieg vorbereitet hat. Hallo, guten Tag, Herr Schmidt, Sascha Bissley. Hallo, ich freue mich. Schön. Dank, dass Sie Zeit haben für uns heute. Selbstverständlich. Herr Schmidt führt mich in den Garten. Dort steht unter einer 1,5 Meter dicken Stahlbetondecke seit Anfang der 80er Jahre ein komplett ausgestatteter und funktionstüchtiger Atombunker. So, und schon sind wir in dem ABC-Schutzraum. Das ist der Eingangsbereich hier. Das ist der Eingangsbereich, okay. Ja. Das ist ja mal eine Tür. Ja, die wiegt 2 Tonnen, die Tür. 2 Tonnen? Okay. Und da hört man auch nichts, da kann man auch draußen klopfen, das hört man nicht mehr, wenn da mal dicht ist. Hat wirklich was von so einer klassischen Tresortür, ne? Mhm, irgendwo, ja. Ja. Und das ist auch alles selbst gebaut? Das, ne? Ist selber gebaut, ja. Ist so. Ein Jahr lang hat Albert Schmidt an seinem Bunker gebaut und fast 500.000 D-Mark ausgegeben. Der Bund hat solche Projekte damals finanziell unterstützt und bei der Planung geholfen. Offizielle Zahlen, wie viele private Bunker hierzulande existieren, gibt es nicht. Dieser hier bietet Platz für 100 Menschen, die hier bis zu 1/2 Jahr ausharren können. Der war eben der Kalte Krieg. Deutschland wurde mit Großmissiles bestückt. Da in der Nähe wurde eine riesen Radar-Überwachungsanlage gegen Osten gebaut. Ja. Ich habe halt gefunden, dass es gefährlich werden könnte. Und dann habe ich mich intensiv eben mit der Sache auseinandergesetzt. Sind wir froh, dass wir es bis jetzt nicht benötigt haben. Ja, ja. Also das ist ja auch so das Motto der Vorbereitung. Besser was haben und nicht brauchen als andersrum. Genau, so ist es. Der Bunker verfügt über eine eigene Wasserquelle, Luftfilter, die mit atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen fertig werden,
und es gibt eine autarke Stromversorgung. Das ist ja wirklich. Und das sind ganz normale Dieselaggregate, die. Ja, ja. Und hier sind dann die Tanks dafür? Oder? Da sind Notreservetanks drin und draußen ist nochmal 13.000 Liter Tank. 13.000 Liter? Ja, insgesamt können wir 26.000 Liter lagern. Das ist ja wirklich. Das reicht für ein Dreivierteljahr, dass ein Aggregat durchlaufen kann. Ja. Unglaublich. Die Nachbarn im Dorf haben den Bunkerbau anfangs misstrauisch beäugt. Aber es dauerte nicht lange, bis sie ganz froh über ihren sicherheitsliebenden Nachbarn waren. Bis heute lagern hier private Vorräte der Anwohner, die Herr Schmidt im Ernstfall im Bunker aufgenommen hätte. Also ich spüre die ganze Zeit auch so eine Verantwortung für Mitmenschen halt. Sie sorgen ja eigentlich fast für ein ganzes Dorf. Ja, ungefähr. Ja. Wie kam das dazu? Also, dass man denkt, irgendwie, ich muss hier alle Leute oder zumindest die, die ich retten kann, muss ich hier mitnehmen? Ja, das ist eigentlich, glaube ich, bloß ein gesunder Menschenverstand, oder? Ja. Ja. Also, die Bedrohungslage hat sich ja schon im Vergleich zu der Zeit, in der der Bunker hier entstanden ist, schon enorm geändert. Wo sehen Sie denn heute die Bedrohung? Das ist richtig, ja. Wenn ich nach Nordkorea schaue und so weiter und den Trump anschaue, ist das ausgeschlossen, dass der mal zurückschlägt, wenn der andere nicht aufhört? Ja, vor allem, wie reagiert dann Russland? Als Puffer in der Mitte stehen hier. Ja, eben. Ja, also ist es schon noch realistisch, dass Situationen eintreten, vielleicht nicht unbedingt die gleichen wie früher, aber schon Situationen, in denen Bunkern unbedingt notwendig wäre? Also ich gehe schon davon aus, dass das eine sichere Maßnahme ist, wo man eben auf der sicheren Seite ist, wenn irgendein Politiker wieder Spinner anfängt. August 2017. Die Polizei durchsucht Wohnungen und Büros von Rechtsterrorverdächtigen, die der Prepper-Szene zugerechnet werden. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister kündigte daraufhin an, die Prepper-Szene zukünftig landesweit unter die Lupe nehmen zu lassen. Bastian Blum aus Krefeld hat 2013 die Prepper-Gemeinschaft Deutschland ins Leben gerufen. Er betreut die Internetforen der Gruppe und ihre Facebook-Seite. Ab und an hatte er es auch mit den politisch extremeren Teilen der Szene zu tun. Kann man sagen, wie politisch diese Szene überhaupt ist? Ich würde sagen, 80% oder 70-80% ist politisch interessiert, sagen wir mal so, politisch interessiert, politisch teilweise auch aufgeklärt. Und dann gibt es halt wirklich einen Teil, die halt dann wirklich diese Vorbereitung ausnutzen wollen und Fantasien ausleben wollen irgendwie. Aber das ist dann wirklich dann ein kleinerer Teil. Da sprechen wir dann eher von Rechtsradikalen oder von Rechtsextremisten. Ja, die nennen wir Duma dann letztendlich. So, okay. Das sind dann Leute, die glauben dann an Verschwörungstheorien. Mhm. Wenn ihr dir als allererstes nicht die Vorräte und den Keller zeigt, sondern einfach so ein Tuch ausbreitet oder einen Koffer ausbreitet mit den ganzen Waffen und einen Tisch voll Messer und sowas zeigt, und dann halt in erster Linie sagt, ja, worauf bereitest du dich vor? Ja, auf die Zombie-Apokalypse oder dass auf einmal irgendwelche Bürgerkriege dann stattfinden. Kann man das vielleicht auch manchmal so sehen, dass Prepper sich vielleicht auch als so ein, ja, vielleicht eine Neubildung des Staates irgendwie auch fühlen, dass nach einem Zusammenbruch sie diejenigen sind, die ja durch ihre Vorbereitungen und ihr Überleben halt die Möglichkeit haben, einen neuen Staat zu bilden? Ist es vielleicht das, was bei Rechtsextremen oder Reichsbürgerbewegungen das Ganze vielleicht auch so attraktiv macht? Ja und nein. Im Grunde genommen müsste man das eher so sehen, das sind die Reichsbürger oder die Leute, die einen Umsturz haben wollen oder ein ganz anderes System wollen, die haben dann angefangen zu preppen. Also letztendlich war diese Entscheidung oder beziehungsweise diese Meinung und diesen Umsturzwillen, den auch manche haben oder halt auch Reichsbürger, ist es halt so, das war als erstes da und dann kam das Preppen. Das Preppen ist sowas wie ein Führerschein, eine weitere Fähigkeit. Es ist keine politische Gesinnung, es ist auch an sich auch keine Waffe oder ein Instrument, um irgendwas durchzudrücken. Das ist es, was die Szene so schwer greifbar macht. Auf der einen Seite die Waffenverrückten, die der Verfassungsschutz im Visier hat, auf der anderen Seite die Prepper im Wald. Im Camp simulieren wir immer noch den Stromausfall. Nach einem langen Tag gibt's nun Abendessen. Aber auch das kommt nicht aus dem Kühlschrank. Die Veranstalter haben zwei Enten besorgt, die nun geschlachtet werden müssen.
Benjamin, macht ihr das bei jedem Kurs, den ihr anbietet, dass ihr da noch Tiere schlachtet? Also gestern war es ein Hase, ja? Genau. Und heute? Also, genau, bei jedem Kurs machen wir das, ob es jetzt ein Fisch ist oder ein Kaninchen oder eine Ente oder ein Huhn. Uns ist wichtig, dass die Leute einen Kontakt bekommen zu dem Fleisch, was sie essen. Also, dass sie merken und sehen, das war mal ein Tier, was gelebt hat. Ja. Das ist nicht nur ein Stück Fleisch, was im Supermarkt liegt. Gab es da schon Teilnehmer, die gesagt haben, nee, das mache ich nicht? Oder? Ja klar, also ein paar Leute. Das ist eine große Ausnahme, also vielleicht 2%, 3%. Mhm. Aber ja, die sagen einfach, das möchte ich nicht, gehen zur Seite und damit hat sich so. Mhm. Ja. Fühlt sich ein bisschen an wie Camping-Idylle, aber mit einem ernsten Hintergrund. Beim Gemüseschneiden komme ich mit Dariusz, einem Sachbearbeiter aus Berlin, ins Gespräch. Was war denn dein Grund, hier teilzunehmen? Also wie bist du da drauf gekommen? Also mein erster Schritt besteht darin, dass ich mal ein bisschen meine Komfortzone erweitere. Ja. Denn nehmen wir mal an, es gibt eine kleine Unpässlichkeit und dann heißt es, okay, ein, zwei Wochen müsst ihr mal selber klarkommen. Dann denke ich mal, wäre ich früher total in Panik verfallen, weil ich halt den Sprung aus der Komfortzone nicht gewohnt bin und dann dastehe wie der Hase vom Jagdgewehr und denke mir, oh, was soll denn jetzt passieren? Aber mittlerweile ist es zumindest ein kleines bisschen besser geworden. Sind das Szenarien, die für dich realistisch erscheinen? Also jetzt so wie hier zum Beispiel das Szenario, das hier durchgespielt wird, eine Woche Stromausfall oder auch ein längerer Stromausfall, der dazu führt, dass Menschen sich verändern oder dass die Ordnung der Gesellschaft so ein bisschen flöten geht? Also es sind auf jeden Fall keine völlig abwegigen Szenarien. Wir haben jetzt auch in den Nachrichten gesehen, dass in China so ein multiresistenter Virus entstanden ist. Ja. Und, aber also es muss, die Hurricanes, genau. Aber ich denke, es muss ja auch noch nicht mal irgendwas Großes passieren. Nehmen wir mal an, wirtschaftlich geht die Schere weiter auseinander, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen ungemütlicher werden. Viele, mit denen ich gesprochen habe, berichten von einem steigenden Unsicherheitsgefühl angesichts der weltweiten Entwicklung. Das bestätigen auch die beiden Veranstalter des Camps. Ihre Seminare sind gefragt. Du bist zufrieden mit dem Tag heute? Ich bin zufrieden. Und was ist so eine Zukunftsprognose oder ein Zukunftswunsch? Was glaubt ihr, in was für eine Richtung geht das weiter mit der Bereitschaft zu preppen oder sich vorzubereiten auf eventuelle Situationen? Ja, also ich denke, die Fähigkeit, auf unbekannte Situationen zu reagieren und die Fähigkeit, sein Leben und seine eigene Sicherheit auch in die eigenen Hände zu nehmen und in der Lage zu sein, im Fall der Fälle für sich selbst zu sorgen, das ist eine Fähigkeit, die wünsche ich mir für sehr viel mehr Leute. Und ich denke, dass gerade ein bisschen das Bewusstsein größer wird, dass immer mehr Leute merken, dass sie gerne dazu in der Lage sein möchten, das noch nicht können, weil sie es nicht gelernt haben, ja. Weil das heute nicht mehr normalerweise vermittelt wird. Und es werden jetzt einfach immer mehr Leute, die sich dafür interessieren. Ich finde das gut. Sind die Ängste der Prepper berechtigt? Wird es irgendwann zu einer größeren Katastrophe kommen? Wer kann das schon wissen? Ich jedenfalls habe immer ein paar Notvorräte parat, um vorbereitet zu sein. Aber den Prepper gibt es nicht. Die Szene ist sehr unterschiedlich und ja, es sind auch schwierige Fälle dabei, die in die rechte Ecke abdriften oder in Verschwörungstheorien. Aber die sind zum Glück in der Unterzahl. Und mit den Preppern, die ich getroffen habe, hatte ich auf alle Fälle eine verdammt gute Zeit.